So, liebe Leute, und damit willkommen zurück zu Star Wars Dark Forces. Beim letzten Mal haben wir in Imperial City ein bisschen aufgeräumt und haben uns da ein paar Karten entschlüsselt, um die Hyperraumroute der Imperialen uns zu besorgen. Jetzt geht es weiter in der Betankungsanlage. Mal gucken. Mission 12, imperiales Treibstoffdepot, ergo die Kaperung. Aha, also ergo heißt das Treibstoffdepot der Imperialen. Mithilfe der Daten von den Bändern konnte ich die Route der nächsten Schmugglerschiffe verfolgen. Die Route führt zum Supersternzerstörer Executor. Wir haben herausgefunden, dass die Arkhammer aus Sicherheitsgründen in periodischen Abständen ihre Position wechselt und sich versteckt. Das einzige Schiff, das über die aktuelle Position der Arkhammer Bescheid weiß, ist die Executor. Die Frachter der Schmuggler treffen sich mit der Executor, die dann zu Arkhammer fliegt. Der einzige Weg, um zur Arkhammer zu gelangen, ist es, das Schmugglerschiff zu kapern, bevor es die Executor erreicht. Der Schmuggler wird ein leichtes Ziel sein, wenn er beim Treibstoffdepot ergo auftankt. Kapere das Schiff und triff dich als Schmuggler getarnt mit dem Executor. Du musst dich an Bord des Executors schleichen und dort so lange warten, bis die Arkhammer eintrifft. Für den Rest der Mission kann ich dir leider keine Rückendeckung bieten. Deshalb sei vorsichtig und pass auf dich auf. Geh an Bord des Schmugglerschiffes, kapere das Schiff. Na dann, los geht's. So, da sind wir auch schon auf dem Schiff angekommen. Und wieso, sie ist doch da, Dijon. Servus. Fahren wir eine Etage höher. Oh. Bleib, wo du bist. Okay, wir sollten vielleicht die Waffe wechseln. Man sollte auch Munition haben, ne? Habe ich mal gehört. Okay. Was? Wo? Gut. Oh mein Gott, jetzt war ich gerade echt ein bisschen überfordert. Bin ich ja öfters mal, so wie ihr das ja wisst, aber das war jetzt wirklich gerade ein bisschen too much für mich. Wieso kommen die denn jetzt von hier? Kann mir das mal jemand sagen? Was sind das? Achso, das sind diese Minen. Finde ich auch cool. Ihr müsst mal drauf achten. Damals gab es ja nicht wirklich 3D-Objekte. Da wurde das mit so PNG-Objekten oder JPEGs gemacht. Und da hat man dann eine gewisse Transparenz gesetzt. Und dann konnte man sich drehen, so viel man wollte. Ja, und das hat sich immer mitbewegt. Genauso auch bei den Gegnern. Die müssten genauso sein. Was? Das Ding läuft. Das fliegt in die Luft? Oh mein Gott. Hier ist nichts. Wow, ich muss hier echt aufpassen. So. Hier kann ich nichts machen, schade. Kravum. Geht es in die Luft. Hier komme ich auch noch nicht ran. Was haben wir hier? Ah, hier können wir noch rausgucken. Also, wir sind ja jetzt hier auf der Executor. Ja, ich weiß, dass meine Energie low ist. Gehen wir jetzt hier lang, in der Hoffnung, dass uns nichts passiert. Na komm. Wir müssen hier echt aufpassen. Ich gehe viel zu unvorsichtig ran. Und werden jetzt aus der Richtung geschossen, bitteschön. Wo kommt der denn schon wieder her? Ich bin doch hier gerade erst lang gegangen. Meinen das jetzt ernsthaft? Stehen bleiben. So. Hier ist alles zu.
Schön hier außen lang gehen, mal gucken. Moment. Good luck, Loser. Von hinten kam das aber nicht. Wo kam denn das her? Wow. Okay. Ein imperialer Maus-Druide. Oh. Okay, ihr habt gewonnen. Oh, da haben sie Maus-Druiden zerstört. Ich war's nicht. So, den haben wir auch erstmal um. Boah. Und noch von hinten. So. Alter, ich bin fast tot. So. Komm her, du Schweinchen. Schön mit Einzelschuss. Ja, war klar. Und den knallen wir auch schnell um. Boah, Energie. Wo? Wo war er? Ah, da. Alter, ich hasse diese Teile. Mitten ins Gesicht rein, ne? Okay, hier holen wir uns mal schnell ein bisschen was an Energie. War jetzt hier noch einer oder was war das? Wo? Boah! Ich glaub's ja nicht. Wieso kommen denn da immer wieder neue nach? Ich glaube. Moment. Wow. Nein. Das gibt's doch nicht. Wieso kommen die denn immer wieder nach? Alter. Egal, was hier abgeht, es ist krass. Schweinebacke haben wir auch umgehauen. Und ich habe einen blauen Schlüssel. Wofür ich den auch immer brauche, ich weiß es noch nicht. Aber ich werde es auch wahrscheinlich nie erfahren. Ja, also wenn ihr das Spiel kennt, entsprechende Informationen habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wo kommt der blaue Schlüssel hin? Alter, wo bin ich denn hier? Danke. Ich bin nicht lebensmüde. Komm her, Schweinebacke. Wow. Wow. Wo kommt denn der da hinter mir her? Ich glaube, hier habe ich nichts zu tun. Da will ich jetzt ungern. Moment. Ja, der könnte ja auch wohl knicken, dass ich hier runtergehe. Was kommt denn jetzt hier?
Oh, nee, ne? Alter, das gibt's doch nicht, ey. Ich sterbe ja hier schon was beim Anfang, ey. Boah. Okay, jetzt hier aber. Da hätten Energie. Moment. Oh nein, das wäre da an. Oh, das hatte ich voll nicht gesehen. Ich springe da auch noch runter wie so ein verirrte Sau, ey. Ha. One shot. Two shots. Muss ich sie zerstören? Nein. Alter, wo? Oh, verdammt. Was? Ach, aha, okay, gut. Der hätte ich rüber gemusst. Holen wir den mal wieder zurück. Er ist sehr langsam. Er ist sehr langsam. So. Schön wieder zurück. So, hoffen wir mal, dass hier irgendwo ein Schalter ist. Nicht ernsthaft, oder? Oh, verdammt. Okay, ich muss jetzt ganz schnell von hier. Hier hoch. Ui, geschafft. Hui. Oh. Geduld ist eine Tugend, liebe Leute. Geduld ist eine Tugend. Und ich bin Kyle Katarn. Und wenn ich mal groß bin, möchte ich Jedi-Ritter werden. Wow. Alter, wie können die ihn werfen? Nee, ich nehme die andere Seite. Extra Leben. Hui. Okay, jetzt muss ich aber herausfinden, wo kam dieser blöde Schuss her? Wow. So. Es gibt's doch nicht, diese spawnen die mal wieder neu. So lässt er sich nicht töten. Okay. Gut, also im Endeffekt war der Weg hier umsonst. Ja, ist klar. Wow. Drecksding. Ist schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist wirklich extrem eklig und heftig. Moment, hier komme ich her. Da bin ich. Gut, dann renne ich jetzt doch nochmal hier rechts lang. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss also doch da lang, aber ich weiß noch nicht wie. Oh nein. Oh, jetzt habe ich es verstanden.
Oh, ich bin doch so doof. Klar geht er zurück, der geht da dran vorbei. Oh, ich hätte so viel Energie sparen können. Aber hier bin ich jetzt zum Glück sicher. Hoffe ich. Ich glaube, es macht mehr Sinn, hier mit der Waffe hier rumzuknallen. Mit der habe ich ein paar mehr Schuss. So, jetzt muss ich hier runter. Und dann hier hoch. Dann hier rüber. Hier oben warten. Eigentlich genau hier warten. Genau hier, genau hier. Ui. Und da muss ich da jetzt gleich einfach nur rüber und den Knopf drücken. So. So, und der geht jetzt komplett einmal auf die andere Seite. Und in der Zwischenzeit kann ich da mal die Seite wegballern. Da gibt es aber auch keinen Weg hoch, ne? Darf man nicht vergessen. Also hier ist echt bei diesem Spiel sehr viel Geduld gefragt. Und wer nicht die Geduld hat, der rennt immer total offen ins Messer. Ja. Ansonsten, sei noch kurz erwähnt, aktuell, also heute vom 18.03.2015 aus gesehen, wurde bisher noch kein Kommentar unter dem Gewinnspiel der Folge 4 war es oder 5, ja. Noch kein Kommentar, also keine Antwort auf die Frage gestellt. Das heißt, das Gewinnspiel ist weiterhin noch offen. Solange bis halt die erste Antwort kommt. Denkt dran, ihr könnt einmal Star Wars Dark Forces gewinnen. Ja? Also wenn ihr selber das Spiel haben wollt für Steam. Empfehlenswert ist es. Es ist herausfordernd, ja. Meines Erachtens nach. Jeder spielt das natürlich alles anders. Ne? Gerade so die Generation Call of Duty oder so. Haben da bestimmt keine Herausforderung wirklich. Komm her. Einmal rumrennen. Ja, ist klar. Ist klar, dass da wieder einer ist. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Ah. Okay, aber was habe ich denn jetzt hier von? Jetzt geht's hier hoch. Jetzt ernsthaft? Und wo kommst du denn jetzt her? Hm? Jetzt habe ich mich doch im Kreis gedreht. Alter! Geht's noch, Leute? Ah, ne, da war ich noch gar nicht. Warte mal, ist das ein Viereck? Eins, zwei, drei, vier. Tatsache. Oh, da muss ich hin. Ja, man kann sich ja auch mal irren, ne? Gut, haben wir es jetzt endlich mal geschafft hier. So. Leider sieht unsere Energie das Ganze ein bisschen anders. Mach auf die Tür. Hä? Okay. So, jetzt muss ich gucken. Ich kann nur da raus. Good luck, loser. Stop. Noch einer? Nein, gut. Es ist echt... Es ist herausfordernd.
So, komm. Gut, was haben wir hier? Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Man sieht leider nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Nee, es muss irgendwo hier oben sein. Hä? 1, 2. Okay, wir warten jetzt, also ich denke mal, es muss grün sein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es muss grün sein, deswegen warten wir ganz kurz, bis da sich jetzt irgendwas bewegt hat. Ich glaube, grün ist jetzt das, was wir brauchen. Ich weiß zwar nicht, wo das grün ist und wie wir das einsetzen müssen, aber... Boah, Energie und alles. So. Ob das vielleicht mit der Schleuse hier zusammenhängt? Ja und, Das ist jetzt echt eine gute Frage, ne? Das war jetzt auch wieder sehr dumm von mir. Sehr dumm. Gut, also... Wir wissen, irgendwas ist passiert, aber wir wissen leider noch nicht was. Also drücken wir nochmal den Knopf. Irgendwas passiert hier. Die Frage ist, was ist passiert? Gut, bevor ich jetzt die Folge erstmal wieder in die Überlänge ziehe, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ich bin Eutro. Haut rein. Tschö, tschö.